Okay, Leute, dieses Video könnte in alle erdenklichen Richtungen gehen. Ihr wollt wahrscheinlich alles Mögliche über das Buch Mormon erfahren, aber zuerst muss man wissen, worum es in der Geschichte, die im Buch Mormon steht, überhaupt geht. Das hier ist eine offizielle Spoilerwarnung. Wir schreiben das Jahr 600 vor Christus. Der Ort? Jerusalem. Die Ausgangslage? Nicht gut. Die Menschen sind böse. Sie verwerfen die Propheten wie Jeremia, über den du in der Bibel lesen kannst. Das Buch Mormon hingegen folgt der Geschichte eines anderen Propheten, Lehi und seiner Familie. Gott warnt Lehi vor der bevorstehenden Invasion durch Babylon und fordert ihn auf, seine Familie zu schnappen und das Weite zu suchen. Also verlässt Lehi Jerusalem zusammen mit seiner Frau Saria und ihren Kindern. Sie haben 4 Söhne, Laman, Lemuel, Sam und Nephi. Die Familie streift für einige Jahre durch die Wildnis. Lehi bekommt noch ein paar Kinder, Jakob und Josef, und irgendwann fangen sie an, ein Schiff zu bauen und setzen auf den amerikanischen Kontinent über. Sie waren nicht die ersten Besiedler Amerikas und auch nicht die einzigen Menschen vor Ort. Einmal dort angekommen, gibt es Streit und die Familie spaltet sich. Die Familienangehörigen, die an Gottes Offenbarungen glauben, ziehen mit Nephi weg, um eine eigene Siedlung zu gründen, und nennen sich die Nephiten. Diejenigen, die nicht daran glauben, bleiben bei Laman und Lemuel und heißen Lamaniten. Das ist die Grundlage für den gesamten Rest des Buches Mormon. Generationen vergehen und sowohl die Nephiten als auch die Lamaniten entwickeln sich zu mächtigen Völkern. Der Großteil des Buches Mormon handelt von der Beziehung zwischen diesen beiden Völkern. Genau wie die Bibel besteht auch das Buch Mormon aus einer ganzen Reihe von einzelnen Büchern. Der Mann, der all diese Bücher zusammengetragen und editiert hat, war ein Prophet, ein Nachfahre Nephis namens Mormon. Deswegen heißt es auch das Buch Mormon. Die ersten beiden Bücher wurden von Nephi verfasst. Der gibt den Stab dann an seinen jüngeren Bruder Jakob weiter, der ihn wiederum an seinen Sohn Enos gibt. Der gibt ihn an seinen Sohn Jarom, der wiederum an seinen Sohn Omni und so weiter. Dann wirft Mormon einige editorische Anmerkungen dazwischen, wonach es mit der Geschichte des nephitischen Propheten und Königs Mosia weitergeht. Nach dessen Tod übernimmt der Sohn seines besten Freundes Alma die Aufzeichnungen. Er ist sowohl der politische als auch der religiöse Führer der Nephiten. In Alma wird von unzähligen Kriegen berichtet, aber das Buch enthält auch kostbare Lehren über Glauben und einige tolle Missionsgeschichten von Mosias Söhnen, die Freunde von Alma sind. Das nächste Buch ist Helaman. Helaman war Almas Urenkel. In diesem Buch wird über weitere Kriege und Prophezeiungen über Christus berichtet. Spannend wird es, als sich die Lamaniten für eine kurze Zeit zusammenreißen und anfangen, den Nephiten zu predigen. Helamans Enkel, der ebenfalls Nephi heißt, ist als nächstes mit Schreiben an der Reihe. Zu diesem Zeitpunkt sind ungefähr 600 Jahre vergangen, seitdem der erste Nephi Jerusalem verlassen hat. Im dritten Nephi wird die Geburt Christi behandelt. Natürlich wurde Christus in Bethlehem geboren, also mussten sich die Leute auf dem amerikanischen Kontinent darauf verlassen, was ihnen von den Propheten vorhergesagt wurde, was nicht wenig war. Sie lebten nach dem Gesetz des Mose, wussten aber, dass Christus kommen und Rettung bringen würde. Sie empfingen Zeichen seiner Geburt und seines Todes. Nach seiner Auferstehung erschien Christus selbst den Nephiten und lehrte und erläuterte dasselbe Evangelium, das er zeitlebens den Juden verkündet hatte und von dem man in der Bibel lesen kann. Das ist der Höhepunkt des Buches Mormon. Alles läuft auf Christus hinaus. Im vierten Nephi lesen wir, dass nach dem Besuch von Christus 200 Jahre des Friedens folgten. Jeder war rechtschaffen und das Volk prosperierte in jeder Hinsicht. Und dann ging es wieder bergab. Es folgt das Buch Mormon, innerhalb des Buches Mormon, das die Aufzeichnung unseres Editors Mormon enthält. In diesem Buch wird von der völligen Vernichtung des gesamten nephitischen Volkes durch die Lamaniten berichtet. Danach kommt das Buch Ether, das eine Rückschau auf die Geschichte einer völlig anderen Gruppe von Menschen aus dem Nahen Osten enthält, die vom Turm zu Babel geflohen sind. Sie wurden Jahrhunderte vor Nephi und Lehi zum amerikanischen Kontinent geführt. Ether verleiht dem gesamten Buch Mormon eine ganze Menge Tiefe. Das Buch Mormon endet mit dem Bericht Moronis, dem Sohn Mormons.
Moroni vergräbt die Aufzeichnungen und erzählt Joseph Smith dann 1400 Jahre später als Engel, wo sie zu finden sind. Joseph übersetzt den Bericht ins Englische, lässt ihn drucken und voilà, jetzt kannst du ihn lesen. Falls du noch keine gedruckte Version des Buches Mormon hast, kannst du es auch online über den Link in der Beschreibung lesen. Hab einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal.